So, guten Tag. Heute möchte ich das Timotheus-Magazin vorstellen. Das ist ein Magazin, das sich speziell an junge Christen richtet. Erscheint vierteljährlich im Bethanien-Verlag und bei mir ist heute die neue Ausgabe, die fünfte Ausgabe angekommen. Es geht um das Thema Gottesfurcht. Ich habe bisher die Artikel nur ein bisschen überflogen, aber noch nicht großartig gelesen. Man setzt dieses Heft weniger auf die Artikel von großen Namen, sondern halt die quasi von der gewohnten Stammredaktion und noch ein paar unbekannten oder bekannteren Autoren. Und das ist, ja, gibt zum Beispiel einen schönen Artikel von Peter Both, Angst vor Gott, und verschiedene andere Artikel, wie zum Beispiel von Menschenfurcht zu Gottesfurcht. Was ich auch ganz interessant fand, war der Artikel Das Evangelium in Namibia, wo es auch um Konrad Bebeck geht, den ich bisher mehr oder weniger nur von oder über Paul Roscher kenne. Und da hat es noch ein paar Buchrezensionen, also Kurzbuchrezensionen, was ich fast besser finde, weil die so herrlich, ja, kurz geschrieben sind. Sehr, sehr eingängig, denke ich auch. Und ja, auch noch eine längere Buchrezension. Letztlich von der Aufmachung her sehr stark zum Inhalt kann ich noch relativ wenig sagen. Aber die bisherigen Timotheus-Ausgaben waren also wirklich auch sehr, sehr stark und ich denke, dass die Ausgabe auch wieder gut ist. Das Thema an und für sich ist unheimlich wichtig, es ist unheimlich grundlegend, Gottesfurcht. Also ich denke, ohne die geht's im Glaubensleben gar nicht. Das ist sowas von grundlegend, man kann gar nicht sagen, wie grundlegend das ist, weil es so riesige Auswirkungen auf alles andere hat. Und ich finde das wirklich, ja, unheimlich wichtiges Thema und unheimlich gut, dass das so aufgegriffen wurde. Allgemein muss ich mich beim Timotheus Magazin wirklich auch bedanken für die schöne Aufmachung, die schönen und guten Artikel und es gibt wirklich auch Leute, die das lesen und es freut mich und ich wünsche dem Magazin an sich wirklich noch mehr Leser und einfach auch eine gute weitere Entwicklung. Sehr, sehr feine Sache und meine Empfehlung. Ja.